Once more, we return to the drive-in. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, he doesn't show it. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Huch, wo sind wir denn diesmal? Ja, wir sind direkt beim Kraftwerk, oder? Also bei diesem Umspannwerk. Oh, you got yourself a little plan, do you? Oh, na toll. Oh, na toll. Dickerle, wir müssten mal... Oh, verdammt. Okay. Wenigstens weiß ich es diesmal. Jetzt müssen wir aber nicht jedes Mal dieses Ding hier angucken. Kann man das abbrechen? Eingabe. Sehr schön. Once more, we return to the drive-in. Aber das können wir nicht überspringen. Na super. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, he doesn't show it. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Okay, so, Blendgranate. Und die hier. So. Kann man hier eigentlich irgendwo speichern direkt, bevor wir da reingehen? Nee, das sieht irgendwie gar nicht so aus. Nein. Hier liegt auch sonst überhaupt nichts. Schade. Okay. Na dann. Oh, you got yourself a little plan, do you? So, mein Großer, du fängst mal das hier. Und ihr von da hinten, ihr fangt das hier. Und das hier. Waffe besser. Oh shit. Sehr schön. So, jetzt erstmal hier speichern. Ihr glaubt gar nicht, wie gut sich das anfühlt. So, lasst mich mal kurz auf die Uhr gucken. Ah, knapp über 50. Nee, komm, wir spielen weiter. Also eine Stunde muss heute schon drin sein. Was? Komm da nicht durch? Ah, ich muss den Strom anstalten. So, wie gesagt, Speedrun, bisschen rennen. Ist ja nicht so, als ob wir das noch nie gespielt hätten. Wow. Munition wäre an sich nicht schlecht. Ich glaube, im Umspannwerk selber gibt es Munition. Jetzt speichern wir hier mal kurz. So.
Sehr schön, da hat's Munition. Bevor wir hier jetzt irgendwas lostreten, erstmal Munition nehmen und alles durchladen. Aber die vollautomatische wäre jetzt für den ein oder anderen Gegner tatsächlich besser. Gerade für die Großen mit der Kettensäge. So. Und was wird uns jetzt hier... Wir kommen nicht mehr in der Mitte durch. Was zum... Ich warte nur auf den Hinterhalt, auf die Falle. Auf das, was uns probiert, wieder... Ja, danke. Hallo? Das war echt jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Und auch ein bisschen ressourcenkostend. Zwei Blendgranaten für die Schweine. Okay. So. Da sind wir schon mal reingerannt. Sehr schön. Nochmal ein bisschen Munition. Oh, ich hätte echt gern die vollautomatische wieder. Der ist neu. You're never getting out of this, Wake. Never. Don't worry. I'll take care of your wife and your life. Stirb! Ich will schon mal jetzt kurz loswerden, bevor ich es in irgendeiner anderen Folge unterbringen muss. Ich werde hier einfach aufgrund der vielen Musikstücke, der vielen lizenzierten Musikstücke wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel an den Tonspuren rumspielen müssen. Wow! I don't know what you think you're doing, but I'll send you right back to the beginning. Wieso hast du dann so Angst? Ja, kurz anders hinsetzen. So, genau, ich werde relativ viel an den Tonspuren rumspielen müssen, damit mir nicht jedes einzelne dieser Folgen hier gesperrt wird, weil da wirklich viel lizenzierte Musik drin ist. Ich hoffe nur, dass nicht alles davon Sony Music Entertainment gehört, weil wenn ja, dann werde ich wahrscheinlich kaum eine Chance haben, nicht
da gescheit durchzukommen. When the dark man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror. But the moan that escaped from her throat had no panic in it. Pay attention, he said. Business first. His eyes glittered shamelessly. Hers did too. Genau, also alle anderen Publisher und so sind gewöhnlich da schmerzfrei und erlauben es halt nicht, dass das Video monetarisiert wird, aber sperren es zumindest nicht. Aber Sony Music Entertainment lässt sich da nicht lumpen. What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before! Das werden wir gleich sehen. So, wo sind deine Scherben? Wow, einer. So. Ah. Für die hier ist der Karabiner genial. Zwei Schuss und die sind weg. Echt schön. So. Speichern wir hier gerade nochmal. Hört die Musik auf, wenn ich jetzt dieses den Fernseher einschalte? There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death. But now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend. And they've left a mark. I'm starting to think this might be a part of it. Mit Sicherheit. So, hört die Musik jetzt auf, wenn wir das hier einschalten? I've been around for a while now, you know? Well, you've been indisposed, stuck in the darkness. I've been busy. I operate in the shadows, not always literally, you understand? I'm a little more resilient than those I've taken, but I do my best work in the dark. And there's so much darkness out there. It goes deep. And the things that live in it are past, big bastards. They don't mind getting a little bit of elbow room. All that chaos and madness, it doesn't really do that much down there. It's like pouring a glass of water into the ocean, right? But up here? Yeah, you can really make an impact. All they need is someone to bring them all the way through. But first, I had to take care of you. You party pooper. You're stuck in an eternal cycle now. The sun's never coming up for you. Everything else? Do my thing. Get a bit of quality time with Alice. That's a little something for me. And I deserve it. Wir werden ja sehen, ob die Sonne für mich nie wieder aufgeht. Ups. Haben wir nochmal gespeichert, auch gut. So. Brunnen Nummer 1. Mal gucken, was das Ding hier gegen so einen Brunnen anrichtet.
Das hat auch schon ganz gut funktioniert. Das hat sogar ausgesprochen gut funktioniert. So. Oh, das waren jetzt 4 Kunden. So. So gefällt mir das echt gut. Ach, wir müssen da nach hinten. Ach, der ist schon offen. Fang! Und last but not least. Ah, shit, das war gar nicht der Brunnen. Hat man aus Versehen so einen Besessenen angeleuchtet. Aber Wahnsinn, wie dieses Spiel actiontechnisch aufstockt. So, jetzt bin ich mal sehr auf das Manuskript gespannt. Again, the Champion of Light enters the final trap. The new reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. So, Nummer 1. Nummer 2. Es war spät abends. Der Sommer war schon fast vorüber. An der Wand hing ein Werbeplakat im Film-Noir-Stil. Ein Scheinwerfer ließ den Feuerlöscher rot aufleuchten. Alice Film lag im Projektor. Aha. Da war also der Fehler. Wo genau ist denn Alice Film? Das ist die Frage. Was? Aha. Alice Film. Liegen überall Filmrollen, aber woher kriege ich Alice Film? Da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen überfragt, oder habe ich hier irgendwas übersehen? Nee, ich habe hier nichts übersehen. Komme ich hier nochmal raus? Umschalten? Nee. Benutzen, das ist wieder das Ding hier. Das Poster drehen. Zeit ändern. Datum ändern. Ah, Filmrolle nehmen. Na also. Filmrolle einsetzen. So. Wir haben ansonsten nichts verändert. Der Ventilator ist wieder aus und das Ding ist auch wieder aus. Das heißt, wir stellen mal auf morgens und auf Spätsommer. Why don't you... Why
What? What is this? Are these actual events, or merely a dream, a memory, or a glimpse of what is to come? One thing is certain. This scene takes place in another time, and another place, far, far away from Night Springs. Haben wir das Dunkel besiegt oder nur einen bizarren Traum durchlebt? Wie dem auch sei, das war Alan Wake's American Nightmare. Oder eigentlich vielmehr Barry Wheelers American Nightmare, weil eigentlich träumt er das ja. Oder zumindest sah es am Anfang so aus. Wie dem auch sei. Also erstmal will ich mich tatsächlich dafür entschuldigen, was ich am Ende des ersten Teils über den zweiten Teil gesagt habe. Er kommt nicht an den ersten Teil ran. Definitiv nicht. Aber er ist auch tatsächlich nicht so schlecht, wie ich jetzt noch in Erinnerung hatte. Und er hat die Worte, die ich am Ende des ersten Teils hatte, definitiv nicht verdient. Was ich aber definitiv negativ herausheben muss, ist, dass die Spieledesigner waren wirklich faul. Also wirklich faul. Die haben ja, an sich haben sie 3 Level entworfen und haben diese 3 Level einfach jeweils 3-mal benutzt. Ich meine, klar, ist eine Möglichkeit, aber ist natürlich ein bisschen schade für den Spieler. Die andere Sache ist die Gesamtspielzeit. Ich meine, ungeachtet der Tatsache, dass sie sich die Arbeit erleichtert haben, haben sie es halt trotzdem nur auf, ich weiß nicht, wie viel waren das jetzt, 4 Stunden? So in etwa, 4 Stunden Playtime. Klar, ich habe nicht das gesamte Open-World-Areal untersucht und so weiter. Kann man mir natürlich negativ anlasten. Aber selbst wenn ich das überall gemacht hätte, auf wie viel wären wir dann gekommen? Vielleicht 6 Stunden, wenn es hochkommt. Genau, bisschen schade, hätte man mehr draus machen können, aber nichtsdestotrotz, schönes Spiel, hat wirklich Spaß gemacht. Es ist sehr, sehr actionlastig, wenn nicht sogar ein bisschen arkadisch actionlastig, aber trotzdem nicht schlecht. Macht Spaß, macht wirklich Spaß. Genau, ich hoffe, wir werden in absehbarer Zeit einen dritten Teil bekommen. Ich hoffe es wirklich. Und ansonsten, ich bedanke mich bei allen Zuschauern und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Euer Matze Posso. Sky. He took her in without
just a dream, one mystery remains. For it is said on moonless nights, they may still haunt this place. Now?